Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Mausakrobat und heute möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, was bei mir im Stream eigentlich regelmäßig diskutiert wird und viele fragen mich immer, ey Maus, wie kannst du dir das erklären, dass so viele Runden so einseitig ausgehen oder warum werden so viele Runden so schnell entschieden beziehungsweise woher stammen diese ganzen Niederlagen? Und ich habe jetzt gestern mit meinem 3-Mark-Projekt, dem M5Y, weitergemacht und hatte eigentlich eine sehr geile Session. Ich habe 25 Runden gespielt, hatte einen Durchschnittsschaden von 4000 plus 800 Unterstützungsschaden, also kombiniert 4800. Ich kann mich nicht beschweren und trotzdem hatte ich eine Siegrate von etwas über 45%. Und mir ist dabei eine Sache aufgefallen, die ganz eklatant ist und ich weiß, wenn es darum geht, um das Thema Niederlagen, einseitige Gefechte etc., dann sind viele immer ganz schnell dabei zu sagen, ja, es liegt an dem Plus-2-Matchmaking, es liegt an dem Balancing, es liegt an den extremen OP-Panzern und es liegt vor allem auch an den unausgeglichenen Karten. Das alles will ich gar nicht in Frage stellen und dass das natürlich alles Zutaten sind zu dieser, zu dieser Problematik, auch das will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Also mittlerweile kann man durchaus sagen, dass plus 2, minus 2 Matchmaking absolut nicht mehr zeitgemäß ist, weil es einfach in den unterschiedlichen Stufen viel zu schwer ist, das Ganze gegeneinander zu balancen. Auf der anderen Seite haben wir dann, wie gesagt, die zum Teil unausgeglichenen Karten. Da gibt es ja einige Beispiele. Ich habe euch jetzt auch schon in dem Video Schlüsselpositionen ein paar Beispiele mitgebracht. Allen voran so Karten wie Fjorde etc. Und dann haben wir natürlich noch das Thema Balancing der Panzer allgemein, also auf Stufe 8 zum Beispiel sowas wie ein BZ-176 oder auf Stufe 10 sowas wie ein EBR, sowas wie ein Chieftain, sowas wie ein 279. Keine Frage, sind das alles Bausteine, die quasi das Ganze noch so wie so ein Katalysator beschleunigen. Aber auf der anderen Seite ist mir ehrlicherweise aufgefallen, dass der größte Faktor, warum Gefechte so einseitig laufen, der Spieler selber ist, beziehungsweise das Wargaming es nicht schafft, Anreize zu bringen für die Spieler, sich selber zu verbessern, sich mit den Panzern auseinanderzusetzen und vor allem auch mal zu hinterfragen, was sie da gerade tun. Also es mangelt sehr häufig, gerade dann im High-Tier-Bereich, wo man schon davon ausgehen darf, Stufe 8, 9, 10, dass die Leute eigentlich die Karten schon ein bisschen gespielt haben sollten, kennen sollten, dass sie vor allem auch Schusskanäle kennen, dass sie aber auch die Gegnerfahrzeuge kennen. All das findet häufig nicht statt. Es geht sogar so weit, dass viele der Leute einfach nicht in der Lage sind, sich darüber Gedanken zu machen, was kann mein Panzer eigentlich, wo ist er besonders stark, wo exzeleriert er quasi geradezu und wo hat er seine Schwachstellen oder seine Schwächen. Ich habe euch jetzt heute mal drei Beispiele mitgebracht und wir wollen uns das Ganze hier als erstes mal in einem zweistufigen Matchmaking angucken. Das heißt, wir haben hier ein 10er-Gefecht mit 9ern und 8ern. Und da fällt als allererstes ins Auge, wenn ihr schon hingeguckt habt, hier unten im Süden. UDES 15, 16 und UDES 16, also der 10er Schweden Medium und der 9er Schweden Medium, sind beides sehr, sehr starke Halldown-Fighter, deren Stärke es ist, an Hügelpositionen zu spielen, wo die Kampfentfernung sich in Grenzen hält. Also wir haben hier im Gegnerteam auch ein gutes Beispiel, der UDES 16 aus dem Gegnerteam, der spielt das relativ ideal. Der ist hier rübergefahren auf die Flanke, kann hier seine maximale Gun Depression nutzen. Wenn die Gun Depression von diesen UDES-Fahrzeugen gut genutzt wird, hat man auch noch eine dementsprechend starke Panzerung, die sehr, sehr viel Schaden bouncen kann, wenn sie richtig gespielt sind. Natürlich ist so ein UDES auch sehr anfällig für Arti. Es gibt hier zwei Artis im Spiel, aber grundsätzlich sollte man trotzdem immer versuchen, auch mit dem Risiko eines Arti-Beschusses auch die Stärken seines Panzers zu spielen. Wo sind die Schwächen dieser schwedischen Mediums? Ganz klar in der Kanone. Ja, der UDES 16 noch schlimmer als der UDES 15, 16. Die Kanone ist nicht dafür gemacht zu snipen. Was machen die Kollegen hier unten? Sie können hier unten weder ihre Gun Depression nutzen, noch ihre Panzerung. Und zusätzlich, wie gesagt, haben wir hier das Problem, dass sie auch relativ ungenaue Kanonen haben und dass die Kanonen eigentlich dafür designt worden sind, auf kürzeste Entfernung zu fighten. Also haben wir hier zwei High-Tier-Fahrzeuge, die ehrlicherweise an einer Position lokalisiert sind, wo sie weder ihre Stärken spielen können, noch ihre Schwächen irgendwie so ein bisschen kompensieren. Das heißt, ehrlicherweise können wir hier ein dickes rotes X durchmachen und sie fehlen natürlich an einer wichtigen Position. Das kommt noch dazu.
Das Gefecht auf El Aluf wird in der Regel hier in diesem Bereich entschieden. Das hat man ja auch sehr gut gesehen in Onslaught. Also wie gesagt, hier dieser Bereich, das ist eigentlich das Wichtigste auf El Aluf und da fehlen die Kollegen. Zusätzlich werden wir jetzt gleich noch sehen, um das schon mal vorab zu greifen, fahren jetzt hier zwei Achter Heavies, einmal der Bisonte und einmal der Patriot hier vorbei. Die sind Low-Tier Heavies, auch die haben eine gute Gun Depression, auch die könnten hier sehr gut in dem Bereich arbeiten mit ihrer Gun Depression, mit ihrer Turmpanzerung, aber sie entscheiden sich dazu, hier zu crossen, aus mir nicht erfindlichen Gründen. Wozu führt das Ganze? Erstens, dass sie natürlich hier schon unglaublich viel AP verlieren. Zweitens, wenn sie hier hinten an der Ecke angekommen sind, kann es durchaus passieren, dass sie vor einem Jagdpanzer eher in 100 stehen, dass sie vor einem Super Conqueror stehen und dass die sich sagen, komm, die schnappen wir uns, das ist einfacher Schaden. Also man boostet sich hier gleichzeitig auch noch in die Opferrolle. Wenn man dann zwei High-Tier-Fahrzeuge hier drüben hat, die hier gar keinen Sinn ergeben und dann noch Low-Tier-Fahrzeuge, die hier vorsätzlich ihre AP wegschmeißen, dann ist schon mal relativ viel dafür getan, dass das Gegnerteam einen nicht unwesentlichen Vorteil hat. Wir sehen jetzt hier auch, Badget farmt da schon rein. Bisonte ist gerade noch so als One-Shot mit 366 HP davongekommen. Der Patriot fährt hier noch vorbei, hat noch die halben HP. Also hier wurden schon unglaublich faire HP-Geschenke an die Gegner geleistet. Auf der anderen Seite sehen wir, dass gar nichts passiert. Ja, der Progetto ist da runtergefahren zum Spotten. Also der Achter soll da spotten für den Neuner und den Zehner. Wenn man jetzt hier wenigstens im Süden sagen würde, dass die hier versuchen, irgendwie Druck zu machen. Also hier in den Norden reinstoßen und hier in dem Bereich, wo ich gerade mit dem Mauscursor drüber bin, da vielleicht ihre Gun Depression nutzen und Druck auf das Gegnerteam machen in Form von aggressiven Gameplay. Dann könnte man noch sagen, ja, das sorgt vielleicht dafür, eine zweite Flanke aufzumachen, so ein bisschen Entlastung zu sorgen hier an der Heavy-Flanke. Das wäre eine gute Option. Wobei Heavy-Flanke ist auch ehrlicherweise, finde ich persönlich, das falsche Wort hier für diese ganze Art 1 bis A3 Region, B1 bis B3 Region, sondern es ist eher so eine Spielwiese für Gun Depression starke Panzer mit guter Panzerung und guter Gun Depression. Und da sind wir dann auch wieder bei dem Schweden-Medium. Wie gesagt, der gegnerische Uder spielt das hier zuweilen deutlich besser, hat jetzt auch noch ein bisschen Glück, dass die Arti an ihm vorbeigeschossen hat. Jetzt hat er mir einmal die Seite angezeigt, die nehme ich natürlich gerne. Wir sind mittlerweile den Bisonte und den Patriot los. Auch der Progetto, der da versucht hat, in der Mitte zu spotten, ist mittlerweile tot. Und jetzt ist der Ules alleine nach vorne gefahren und steht jetzt natürlich vor dem Risiko, da auch komplett weggeschreddert zu werden, weil da noch ein Jagdpanzer stehen, da steht ein WZ, da steht noch allerhand Gegnermaterial. Das heißt, er wird da recht schwer wegkommen. Man kann jetzt hier auch nicht einfach so hochfahren, da wird er beschossen. Wenn er hier hochfährt, wird er beschossen. Also, er fehlt nicht nur, sondern er ist letztendlich auch konsequent nicht am Start. Jetzt kommt der UDES 16 dann endlich mal hier in die Region. Aber zu diesem Zeitpunkt liegen wir schon 3000 HP hinten. Drei Kanonen sind mittlerweile schon raus. Wir versuchen hier noch, so gut es geht, gegenzuhalten. Aber das Gegnerteam hat natürlich schon einen eklatanten Vorteil an Kanonen. Die Badget ist mittlerweile auch wieder nachgeladen und zeigt das hier an, indem sie hier nach vorne kracht. Jetzt kommt der 122 TM auch noch mit. Man muss auch fairerweise sagen, die Low-Tiers aus dem Gegnerteam spielen das Ganze hier deutlich besser. Und das ist dann häufig auch nochmal ein Faktor, der den Unterschied macht. Ja? Wenn die gegnerischen Achter-Mediums in so einem Plus-2-Matchmaking, so wie der 122 TM, hier einfach mit dabei sind, sich nicht wegwerfen, sondern immer wieder versuchen, rechts, links Nadelstiche zu setzen. Ja, so schnell kann es dann 0-6 stehen. Jetzt ist der UDES angekommen, viel zu spät, wo wir quasi die Position schon aufgeben müssen. Und jetzt werdet ihr sehen, wie schnell das dann auch geht. Er hat jetzt in der Position natürlich auch kaum noch eine Chance gegen den Druck von dem Conqueror, von dem 122er. Muss ja jetzt sich auch aus der Position wieder rausfallen lassen. Also das ganze Momentum ist auf Seiten der Gegner. Er wurde jetzt hier auch rausgeklippt vom TVP, der mittlerweile aufgerückt ist. Und an dieser Stelle ist die Runde einfach, wenn ihr 8 Kanonen hinten legt, 8-0. Die Runde ist einfach vorbei. Man muss jetzt hier noch versuchen, irgendwie das Bestmögliche rauszuholen. Und dann so ein bisschen vielleicht Ergebnispolitur zu betreiben. Aber dass man jetzt hier noch davon sprechen könnte, dass irgendwie ein Sieg möglich ist, ich denke, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten.
das ist jetzt eigentlich nur noch Schmuck am Nachthemd. Unser gegnerischer, jetzt sag ich schon unser gegnerischer, unser eigener Zehner Medium fightet da hinten immer noch wie Don Quixote gegen die Windmühlen und steht da vor 3 TDs und einem Haldown Emil. Also er wird da auch nicht weiterkommen, ist jetzt geplatzt. Komplett verpufft. Und ich denke, dass er hier eine riesen Unterstützung an der Flanke hätte sein können. Genauso wie der UDES-16. Ich meine, ihr seht das ja auch, was der gegnerische UDES-16 als 9er Medium hier macht. Der hat das gut gemacht, ist jetzt zwar geplatzt, aber hat letztendlich an der Position für ordentlich Druck gesorgt. Wir gehen jetzt hier zwar noch mit 5000 Schaden, die wir gemacht haben, raus, aber mir war es jetzt vor allem auch wichtig, euch zu zeigen, woran es denn liegt, dass solche Runden so einseitig laufen. Ja, auf der einen Seite dann natürlich die beiden Low-Tier-Heavies, der Bisonte und der Patriot, die sich direkt am Anfang weggeworfen haben, obwohl sie Low-Tier sind. Da pusht man so eine Position nicht. Selbst als High-Tier ist es wahrscheinlich eher fragwürdig, diesen Move zu machen. Aber gerade als Low-Tier sollte man sich das definitiv klemmen. Da hätten sie hier in dem Bereich besser unterstützen können. Und dann zusätzlich, wie gesagt, noch den 9er und den 10er Medium, die, wie ich jetzt, denke ich, in epischer Breite ausgeführt habe, hier ihren Gefechtswert überhaupt nicht zünden können. Und auf der anderen Seite natürlich auch Kanonen mit einem sehr hohen Gefechtswert für diese Karte, die hier dann auf der Haldown-Flanke einfach fehlen. Und so schnell kann es dann passieren, dass das Ganze wie ein Kartenhaus einfach zusammenbricht. Wir schauen uns doch mal weitere Beispiele an. Ja, diesmal haben wir ein 10er-Only-Battle. Das hat man ja recht häufig, wenn man Tier 10 fährt, dass man auch in den in diese einstufigen Gefechte reinkommt, was ich, denke ich, für durchaus sinnvoll halte. Aber auch diese Gefechte enden sehr häufig, sehr einseitig. Und das liegt nicht mit seltener Wahrscheinlichkeit daran, nicht, dass die Teams so ungleichmäßig gebalanced sind, auch wenn das Gegnerteam jetzt hier vielleicht schon mit knapp 2000 AP mehr startet, sondern es liegt einfach daran, dass die Leute, wie gesagt, ihre Panzer nicht richtig einsetzen. Wir werden jetzt hier gleich zwei Dinge sehen. Zum einen das 2684, was hier hinten in eine Position reinfährt, für die man eigentlich Gun Depression braucht. Ja, hier hinten ist eine Senke, die kann man sehr gut spielen, um den gegnerischen Angriff zu stoppen. Das Problem ist aber, um diese Position wirklich effektiv spielen zu können, braucht man Gun Depression, weil mit der nicht vorhandenen Gun Depression des Objekt 2684 müsste man hier immer wieder hochfahren, zeigt wieder seine Unterwanne, macht sich angreifbar für Leute, die über einem stehen. Das heißt, die Gegner schießen von oben nach unten und man selber muss, wie gesagt, um zurückschießen zu können, immer relativ weit rauspieken. Das schon mal zum einen. Dann sehen wir, dass die anderen TDs, ja, der T110E4 und der Jagdpanzer E100 sofort diese Flanke verlassen. Das sind natürlich wichtige Kanonen, die dafür sorgen könnten, dass hier Gegner, die versuchen zu überpieken, direkt bestraft werden. Was sehen wir außerdem im Gegnerteam? Wir sehen ein 60 TP, eine Maus, noch eine Maus. Also extrem viel dicker Stahl, den man natürlich, gerade wenn man jetzt Unicum-Spieler wäre, denke ich, würde man mit dem T110E4, aber auch mit dem Jagdpanzer E100 eher hier in die Richtung fahren, weil man quasi HP-Geschenke sieht. Jetzt völlig zu Recht würde der eine oder andere sagen, ja, das kann aber nicht jeder Unicum sein, genau, und das soll auch gar nicht so sein. Es würde schon reichen, wenn man seinen Teil zum Team beiträgt und das würde halt auch bedeuten, mit dem AMX nicht hier in die Stadt fahren, sondern in diesem Matchmaking zu versuchen, hier an der wichtigen Position die Gegner zurückzutreiben. Weil wenn man erstmal dieses U hier verloren hat, dann ist die Situation hier oben eigentlich kaum noch zu gewinnen. Wenn man dann auch auf der Medium-Flanke keine nennenswerten Geländegewinne verzeichnen kann, ist die Runde meistens ruckzuck vorbei. Nur um das jetzt hier mal, wenn ich immer wieder Pause mache, ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. Mir ist das wichtig, dass ihr die Punkte versteht. Also hier haben wir schon mal einen Super Conqueror. Dahinter haben wir eine Maus, noch eine Maus, den 60 TP. Warum überpieke ich da so? Weil ich erstmal für mein Team die Informationen holen will. Der AMX, ich mache jetzt hier an der Stelle nochmal Pause, um dass ihr das nachvollziehen könnt. AMX auch ein Fahrzeug, was von seiner Turmpanzerung lebt, was gute Gun Depression hat, was aber eine relativ schwache Wanne hat. Das heißt, der Einsatz Ort hier in dieser Ortschaft ist relativ schlecht gewählt, weil man hier maximal sidescrapen kann. Ansonsten können die Gegner, die hier oben stehen, immer schön, gerade wenn hier ein Super Conqueror steht, von hier oben nach hier unten runterschießen.
Das wäre nicht mal das Problem, wenn da hinten der Jagdpanzer EN-100, den ihr hier hinten in der Querfahrt seht, das mitschneiden würde und dann seine Kanone nach hier oben dreht, um dem Conqueror mal richtig eine zu verplätten, während er versucht, auf den AMX zu feuern. Des Weiteren haben wir hier hinten, wie gesagt, das Problem mit dem 2684. Das ist, denke ich, eine Sache. Gute Spieler kriegen das noch hin. Der E4 ist jetzt hier auch mit hergekommen und wir lassen das Ganze jetzt mal laufen. Und ihr schaut einfach selber so ein bisschen auf die Minimap, guckt so ein bisschen, was die einzelnen Spieler hier so treiben. Der Super Conqueror, das können wir auf jeden Fall schon mal sagen, aus dem Gegnerteam, überpiekt extrem, wenn wir uns das hier mal angucken. Also für den Jagdpanzer EN-100 sollte das eigentlich ein einfaches sein, ihm hier in die Seite ein schönes Tausenderbrett zu geben. Wenn er das dann nochmal macht, kann er ihm nochmal ein Tausenderbrett geben. Auch die Maus steht so weit oben, dass sie jetzt hier durchaus zu beschießen ist von der Position des Jagdpanzers. Manchmal kriegt man das ja auch gar nicht so sehr mit, wenn man selber spielt, wo die eigenen Mitspieler platzen. Im Moment sieht es halt noch relativ gut aus. Wir machen hier unser Ding. Wir sind jetzt auch selber schon dabei mit 1839 Schaden. Der AMX, das sieht auch da unten noch einigermaßen brauchbar aus, auch wenn er jetzt vom Super Conqueror schon wieder angegangen wird. Und wie gesagt, diese Position da hinten, der Jagdpanzer EN-100, der könnte hier von diesem Häuschen, wo er steht, diesen Conqueror jedes Mal balancen. Der steht viel, viel zu hoch, der Conqueror. Zeigt auch regelmäßig seine Turmseite, gerade wenn ich ihn immer angehe. Also wenn ich mal hochpieke und ihn angehe. Jetzt zum Beispiel schon wieder seine Turmseite gezeigt. Das wären alles Momente, wo der eigene Jagdpanzer EN-100 jetzt mal richtig zulangen könnte. Super Conqueror überpiekt schon wieder. Also ich hätte hier vielleicht sogar einen Counter einbauen sollen. Ich würde sagen, wir sind jetzt ungefähr schon bei 5 Mal und der Super Conqueror hat immer noch Full AP. Jetzt verkacke ich hier gerade ein bisschen meine Schüsse. Nochmal Unterstützungsschaden da hinten auf den Frosch bekommen. Auch den Schuss leider verkackt. Und alles in allem sieht es ja eigentlich noch so aus, als wenn das ganz brauchbar hier läuft. Wir liegen 2:1 vorne, HP sind ungefähr ausgeglichen, jetzt 2:2. Konnte jetzt hier auch endlich mal dem Super Conqueror einen geben. Der AMX auf seiner Seite kann gar nicht mehr groß was machen. Ihr habt es gesehen, der ist hinter dem Haus festgekettet. Unser 2684 traut sich auch nicht mehr hoch, weil er die ganze Zeit hier vom Minotauro versorgt worden ist. Weil der Minotauro natürlich von oben nach unten schießen kann. Und das 2684, ich hatte es bereits am Anfang angesprochen, das Gelände nicht zu seinen Gunsten nutzen kann, weil er immer, um zu schießen, hochpieken muss. Und jetzt so langsam nach und nach fällt unser Team wie so ein Kartenhaus zusammen. Nicht zuletzt auch, weil der Super Conqueror da unglaublich heftig radieren kann. Er konnte jetzt da den AMX gut runterfarmen, steht da immer noch, hat immer noch keine Schelle vom Jagdpanzer EN-100 kassiert, überpiekt schon wieder, wäre jetzt sogar im Bereich eines One-Shots. Guckt euch mal an, wie hoch der Super Conqueror kommt. Das wäre jetzt hier ein wichtiger Kill, weil der Super Conqueror hier von dieser Position alles dominiert, solange man ihn lässt. Und es wäre so einfach, den zu countern von dieser Position. Also ich habe mich, für die Leute, die das im Stream gesehen haben, ich habe mich so dermaßen aufgeregt, weil ich das einfach nicht verstehen konnte. Das ist freier Schaden, der da für den Jagdpanzer EN-100 rumfährt. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was macht der Kollege da? Und ich wollte es nicht glauben. Ich hatte so eine Vermutung, dass er versucht, da wirklich auf sowas wie einen Manticore oder einen T-22 Med über die halbe Karte mit dem Jagdpanzer EN-100 zu snipen. Also über mobile Ziele, die, wenn sie Hulldown irgendwo sind, auch noch unglaublich schwer zu treffen sind. Der Super Conqueror, wie gesagt, der wäre ein unglaublich einfaches Ziel. Ihr seht ja auch, wie ich immer verzweifelt nach hinten gucke und denke, so jetzt muss doch mal der Schuss kommen. Super Conqueror hätte längst tot sein müssen, lebt aber immer noch. Und es ist so krass, wie er da oben rumrandalieren darf. Und jetzt ist es halt nur ein Mann und es wäre wahrscheinlich auch nur ein Schuss, aber gerade solche Panzer wie der Super Conqueror, ja, der Stritzwahn wäre jetzt der nächste, der da hätte rausgehen können. Und jetzt guckt euch an, das war so mein nächster Blick, wo guckt dieser Jagdpanzer hin? Da oben. Da steht der Streuselwagen, da steht der E3, da stand der Super Conqueror. Die hätte er alle machen können und er versucht jetzt hier quasi auf Mediums zu snipen. Der Leopard steht jetzt sogar noch recht offen da, aber hier, da wären die entscheidenden Kills gewesen. Und er muss ja eigentlich nur zwei Schüsse anbringen, den Super Conqueror rausnehmen, vielleicht noch den Stritzwahn rausnehmen und
zack, haben wir hier oben ein ausgeglichenes Szenario. Dadurch, dass aber der Super Conqueror diese Position komplett bis zum Exzess nutzen konnte und dafür nicht ein einziges Mal bestraft worden ist, geht so eine Runde dann auch gern mal einseitig aus. Wenn es wichtige Positionen gibt, die Gegner auch noch mit ihrem Panzer korrekt spielen oder semi-korrekt spielen. Der Super Conqueror hat halt einfach gemerkt, es schießt keiner auf mich, kann ich machen, was ich will. Der Jagdpanzer war der Einzige, der jetzt hier die Fähigkeit gehabt hätte, das Ganze zu kontern, hat sogar die Position, hat die Kanone, tut aber nichts dagegen. Und da sind wir dann wieder bei dem Stichwort situationsbewusstes Handeln, Kennen der Schusskanäle, Kennen der Karten, auch verstehen, wo es wichtig ist zu helfen, weil hier hinten geht erstmal keine Bedrohung aus und wir hatten ja hier bei den Mediums so oder so eine Putt-Situation. Gucken wir uns aber in den Postgame-Stats nochmal an, nur dass ihr mal realisiert, dass ihr auch gerne von euren Mitspielern alleingelassen werdet. Und hier waren es wieder 2-3 Leute. Der AMX, der hier in eine unvorteilhafte Position gefahren ist, seinen Panzer weggeschmissen hat. Das 2684, was für seinen Panzer in eine unvorteilhafte Position aus den genannten Gründen gefahren ist. Und dann der Jagdpanzer EN100, der hier in eine Position gefahren ist, wo ich mit dem Jagdpanzer wahrscheinlich auch nicht hingefahren wäre. Aber der dann auch von dieser Position aus überhaupt nicht auf das Match eingreifen wollte oder konnte. Ja, und das letzte Replay, was ich euch da mitgebracht habe, da sind wir wieder in einem einstufigen Matchmaking. Und auch hier gibt es diverse Sachen, die man besprechen kann und wo wir dann auch nochmal über das Thema Setup-Lesen sprechen können, wo wir über das Thema, den eigenen Panzer kennen. Und bevor wir jetzt hier starten, wir haben auf unserer Seite 2E3, im Gegnerteam ist ein 2684 Platoon. Zum 2684 hatte ich ja gerade auf der Karte Westfield schon was gesagt. Häufig sieht man diese Panzer in einem Platoon, manchmal sogar in einem Dreierplatoon. Und dann kann man eigentlich schon recht eindeutig sagen, wo sie wahrscheinlich kommen werden. Werden sie hier oben in der Mitte kommen? Eher unwahrscheinlich. Warum? Weil sie hier auch mit der mangelnden Gun Depression schwer ihre Fähigkeiten einsetzen können. Und man, gerade wenn man so ein 2684 im Platoon spielt, dann geht es ja immer darum, schnell Geländegewinne zu machen und den Gegner zu rommeln. Werden sie hier unten an der Ecke kommen? Auch eher unwahrscheinlich, weil sie hier höchstwahrscheinlich auf Panzer treffen werden, die mehr Gun Depression haben, die sie tracken, retracken und dann abfarmen. Also auch hier, wenn das gute Spieler oder halbwegs gute Spieler im 2684 sind, dann ist das Wahrscheinlichste, dass sie entweder hier lang durch die Mitte krachen oder den sicheren Weg hier oben durch den Norden fahren, weil sie halt, wie gesagt, ihre nicht vorhandene Gun Depression wettmachen mit Geschwindigkeit und der Fähigkeit, dann Gegner zu rommeln. Und da bietet sich der Norden halt deutlich besser an als der Süden. Nur mal so viel zu einem Teil der Analyse des Gegnerteams. Ja? Und normalerweise, und das habe ich ja auch schon in vielen Videos gesagt, sollte man gerade, wenn man im High-Tier-Bereich angekommen ist, und vom High-Tier-Bereich spreche ich mindestens vom 9er und 10er Bereich, wahrscheinlich eher vom 8er, 9er und 10er Bereich, in der Lage sein, diese Erkenntnisse selber in den ersten 30 Sekunden zu schließen und daraus dann auch so ein bisschen sein eigenes Handeln ableiten. Mein Panzer ist natürlich wieder ein Gun Depression starker Heavy, wie wir das in den zwei Runden davor auch schon gesehen haben. Das heißt, für mich ist hier erstmal die südliche J2-Position der Fall. So, jetzt kommen wir aber schon zu den ersten Entscheidungen, die hier getroffen werden. T110E3 entscheidet sich tatsächlich, hier in den Norden zu fahren. UDES 1516 und Progetto, auch das finde ich sehr fragwürdig, hier diese Position von unten anzufahren, weil was ist das große Problem? Wenn die gegnerischen Mediums hier oben langfahren, haben sie Position auf euch. Das heißt, sie kämpfen von oben nach unten, ihr im schlimmsten Falle von unten nach oben. Also schon mal extrem schlecht, gerade in dem UDES 1516 will man eigentlich selber immer der sein, der von oben nach unten kämpft. Haben wir auf Elaluf eben auch schon besprochen. Oder ihr verdammt euch selbst zur Teilnahmslosigkeit und hofft, dass der EBR hier Ziele bringt. Das heißt, ihr könnt hier nur snipen, werdet aber im schlimmsten Fall von oben nach unten überrannt. Beim T110E3 ist es sogar noch ein Tick schlimmer. Als turmloser, langsamer Klotzkeiler TD will man eigentlich immer im Verbund mit den Verbündeten operieren und man will sich nicht isolieren und pushbar machen. Die Route, die er hier eingeschlagen hat, führt aber genau in diese Richtung. Er isoliert sich von allen Mitspielern. Kein Mensch kann ihm da hinten wirklich helfen. Und
er kann vielleicht einen Schuss machen, wird dann von mobileren Panzern gerommelt. Weil es ist relativ unwahrscheinlich, wenn wir uns mal das Gegnerteam angucken, dass die Mäuse etc. hier oben den langen Weg über den Norden machen. Das heißt, alles, auf das er hier im Norden treffen könnte, sind deutlich mobilere Panzer als er selber. Also auch hier wieder eine Fehlkalkulation oder eine Fehleinschätzung, würde ich sagen, der Situation. Kommen wir jetzt zur nächsten fragwürdigen Entscheidung. Kranwan wollte eigentlich erst mit hierher fahren, mit an dieses Archipel auf J2, entscheidet sich jetzt aber dazu, hier abzubiegen. Ich habe ja seinerzeit schon auf dem Kartenkunde-Video zu Chinesische Mauer erklärt, dass das das Dümmste ist, wirklich das Dümmste, was man machen kann, als Heavy hier in die Mitte hochzufahren. Warum? Weil ihr hier auf dem ganzen Weg keine einzige Deckung habt und die Gegner können hier an dieser Stelle pieken, die Gegner können hier pieken und die Gegner können hier pieken. Das heißt, sie können euch von drei Seiten frontal, von Norden und von Süden, kreuzheuer auf euren Anfahrtsweg hier hoch geben. Das heißt, der Kranwan macht schon mal einen der größten oder schießt einen der größten Böcke überhaupt, obwohl er hier an dieser Position sehr, sehr geil arbeiten könnte. Also diese Position sollte man von dieser Seite niemals in die Mitte anfahren, sondern immer hier weiter runter in den Süden. Wenn man nicht in den Süden fahren möchte, dann sollte man hier vorne an der Ecke stehen bleiben, aber sich niemals hier auf diesen Weg hoch zur Mitte committen. Das schon mal. Also wie gesagt, die Leute, die meine Kartenkunde-Videos kennen, die wissen das. Der Kranwan hat jetzt auch schon das Problem. Er fightet jetzt von unten nach oben, kann also auch seine Gun Depression nicht nutzen, kann seine Panzerung nicht nutzen. Und das allerschwerste Problem ist jetzt auch noch, dass ihm das die anderen nachmachen. Conqueror fährt er noch hinterher, Minotauro fährt er noch hinterher. Wir haben jetzt hier einen STB-1, der es unbedingt wissen will. Maus fährt Gott sei Dank weiter, EN-100 fährt Gott sei Dank auch weiter. Also die lassen sich jetzt doch nicht auf die Spirenzien ein. Und ihr seht jetzt auch, von der anderen Seite ist die Mitte deutlich besser zu bespielen. Und der Kranwan, der Super Conqueror und der Minotauro, die haben da einfach keine Chance gegen den Rhinoceronte, gegen das 268, gegen den E50, gegen den T110E5, gegen den AMX. Die Liste ist endlos. So, und auf der anderen Flanke haben wir jetzt gesehen, der Progetto wurde schon weggerommelt. Ja, die beiden 268-4er sind da nämlich angekommen, sind da auch gleich reingerammelt. IS-7 auch noch ein sehr mobiler Heavy, auch noch mit dabei. Das heißt, der E3 ist jetzt komplett isoliert. Der Progetto ist schon tot und der Udes rennt um sein Leben. Wir sind hier immer noch am Fighten. Und können jetzt hier zumindest den STB-1 rausnehmen. Ja, und vielleicht um das Ganze jetzt nochmal für euch zusammenzufassen. Man kann natürlich den Spielern auch nur bedingt einen Vorwurf machen, weil wenn es die Möglichkeit gibt, so schnell wie möglich in den High-Tier-Bereich zu kommen, dann nutzen das natürlich viele. Und viele sind diesem Irrglauben halt leider auch verfallen. Und ich gebe offen zu, als ich damals angefangen habe mit dem Spiel, war das bei mir nichts anderes. Ich habe dann irgendwann gedacht, okay, scheiße, ich kriege auf den unteren Stufen immer auf die Fresse. Irgendwann, wenn ich dann mal meine höherstufigen Fahrzeuge habe, dann wird abgerechnet und dann kann ich zurückschlagen. Ihr seht das jetzt auch gerade im Norden, ja, der E3, genau das, was ich angesprochen hatte, es passiert. Und das hätte man alles schon anhand des Setups eigentlich erahnen können, wie so ein Gefecht laufen kann. Dafür braucht man natürlich ein bisschen Erfahrung und da sind wir jetzt genau bei dem Thema, was Wargaming halt an der Stelle in meinen Augen komplett verkackt hat. Neben dem Balancing und der, wie gesagt, den zum Teil unzureichenden Karten, das sind alles nur, ja, so kleine Faktoren. Das viel größere Problem ist eigentlich, dass Wargaming gar keine Anreize schafft, dass die Leute sich im High-Tier-Bereich mit ihrem Panzer auskennen. Und wenn ich erfolgreich sein will, ich denke, ihr habt jetzt auch an den letzten beiden Beispielen und auch an diesem Beispiel jetzt hier gesehen, was man alles so beachten kann und sollte. Ja? Also ich muss auf der einen Seite Beispiel Westfield die Karte kennen. Ich muss wissen, was welche Position kann. Ich muss dann oder ich sollte dann wissen, welche Position, welche andere Position dominiert oder wie man bestimmte Positionen gut kontern kann. Man sollte die Schusskanäle von den Positionen kennen und man sollte vor allem auch ableiten können, was der eigene Panzer kann. Wo ist der größte Gefechtswert und welche Positionen bieten sich auf der Karte an? Ja, ich hatte es ja gerade jetzt auch schon mal exemplarisch
gemacht bei den 2684ern. Und die haben auch eine gute Lagebeurteilung für sich getroffen. In diesem hügeligen Gelände hier im Süden ist ihr Gefechtswert nur minimal, im Norden ist ihr Gefechtswert maximal und sie haben vor allem auch die Möglichkeit, da alles, was ihnen entgegenkommt, direkt anzurommeln und dann selber mit den HP zu arbeiten und die Gegner nach und nach runterzuschießen. Ich würde sagen, die haben das gut gemacht. IS-7 hat das auch erkannt, er ist ein schneller Heavy, ist dann einfach mit den 2684er mitgefahren. Also denke ich auch hier ein gutes Assessment. Viele Leute können halt überhaupt nicht den Gefechtswert ihres eigenen Fahrzeuges erkennen, geschweige denn, dass sie überhaupt die anderen Fahrzeuge kennen, weil das gehört ja auch noch dazu. Wenn ihr wisst, okay, mein Panzer kann das und das, ihr solltet aber auch immer wissen, was können alle anderen Fahrzeuge? Deswegen ist es ja auch so schwer, oder sollte man so lange im Low-Tier-Bereich bleiben, weil man auf Stufe 6, ja auch um da erfolgreich sein zu können, muss man die 5er Panzer kennen, die 4er Panzer, auf die man treffen kann, dann natürlich die ganze Bandbreite an 6er Panzern und dann natürlich aber auch noch die ganze Bandbreite an 7ern und 8ern. Also es ist unglaublich viel, wenn man in World of Tanks erfolgreich sein möchte, was man auf den einzelnen Stufen alles kennen sollte. Den Durchschlag der gegnerischen Kanonen, die Leistungsfähigkeit, wie viel Gun Depression hat welcher Panzer, wie viel Panzerung hat welcher Panzer, welchen Reload, das heißt welche DPM. Also dann dazu, wie gesagt, auf den unterschiedlichen Karten, die jeweiligen wichtigen Positionen, die Schusskanäle, die Meta, dann natürlich auch noch das Ganze in Bezug auf, seid ihr Top-Tier, seid ihr Low-Tier, also ich denke, diese kurze Aufzählung macht schon klar, worauf ich hinaus will. Gerade wenn man dann im High-Tier-Bereich angekommen ist, da gibt es halt genug Leute, die das alles wissen, die das können, die World of Tanks schon relativ lange spielen. Und dann gibt es ganz, ganz viele Leute, die einfach nur die Linien durchgekracht sind, zum Teil mit freier Erfahrung, Blaupausen, ohne auch nur wirklich die Panzer zu grinden. Und dann kommt es halt zu diesem eklatanten Unterschied an Einschätzungsfähigkeiten, an Fähigkeiten, seinen Panzer den eigenen Stärken und den Gegebenheiten anzupassen, das Setup zu lesen etc. Und da müsste es meiner Meinung nach viel mehr Anreize von Wargaming geben, dass sich die Spieler verbessern. Ich habe da gestern im Stream schon mal einen Vorschlag gebracht, der eigentlich im Stream ganz gut ankam. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Zum Beispiel diese dummen Stockgrinds einfach abschaffen. Dann nur noch plus eins, minus eins Matchmaking, dass man nicht zwei Stufen nach oben und zwei Stufen nach unten kennen muss. Es geht ja noch nicht mal so sehr darum, dass ihr quasi in den jeweiligen Stufen dann manchmal auch das Gefühl habt, dass ihr gar nichts machen könnt, wenn ihr mit einem Sechser gegen einen Achter antretet. Das kommt ja noch dazu. Aber zusätzlich müsst ihr eigentlich auch erstmal die ganze Fahrzeugbandbreite kennen, um sie einschätzen zu können und dann auch euren Panzer zu verstehen und alle anderen Gegnerpanzer zu verstehen. Also diese dummen Stockgrinds abschaffen, dafür meinetwegen aber die Erfahrung, die man von Panzer zu Panzer braucht, um das 3- bis 4-fache erhöhen. Dass man länger gezwungen ist, in diesen Stufen zu bleiben, sich mit diesen Stufen auseinanderzusetzen und sich vor allem auch mit dem Panzer auseinanderzusetzen. So ist es ja häufig so, dass die Leute sich einfach durch den Stockgrind durchsterben. Es frustriert ungemein und dann hat man schon fast keinen Bock mehr, wenn der Panzer ausgebaut ist, überhaupt noch den Panzer zu fahren, sondern man will eigentlich nur schnell zum nächsten. Und das ist eine fragwürdige Motivation. Das ist auch vor allem dann eine Sache, die zu fragwürdigen Ergebnissen kommt. Und so haben wir das, dass wir so viele Leute mit, keine Ahnung, 2, 3, 4, 5.000 Gefechten auf Stufe 10 haben, mit Siegraten von jenseits von Gut und Böse, die aber, wie gesagt, sich einfach nur durchgestorben haben. Und da kann man halt auch nur bedingt den Leuten einen Vorwurf machen. Es soll mit Sicherheit hier auch kein Bashing sein, sondern es geht vielmehr darum, was kann Wargaming tun, um den Leuten den nötigen Anreiz zu schaffen, sich mit den Fahrzeugen auseinanderzusetzen, so dass jeder zumindest, und darin sind wir noch ganz, ganz weit weg von Unicum-Gameplay, da sind wir nur dabei, einen sinnvollen Beitrag zum Team zu leisten, ja. Den Kranwagen hier in der Mitte nicht einfach wegzuschmeißen, den E3 hier oben nicht einfach wegzuschmeißen, mit den Mediums die Grundsätze zu verstehen, von oben nach unten zu fighten und nicht von unten nach oben und sich dann von oben von 2684ern überrollen zu lassen, weil es völlig
weil es völlig überraschend kam, dass die 2684er von hier oben nach da unten stoßen. Also es sind alles Sachen, die noch ganz, ganz weit entfernt sind von Unicom-Gameplay, sondern die einfach nur simple Überlegungen sind und dann eigentlich dazu führen, dass ihr einen brauchbaren Beitrag zum Team leistet und nicht einfach nur sinnlos eure Panzer wegschmeißt, weil ihr von Tuten und Blasen wirklich gar keine Ahnung habt. In dem Sinne würde ich nochmal sagen, dass wir nochmal auf die Postgame-Stats schauen. Ja, ist jetzt ein ziemlich langes Video geworden. Elaluf konnte ich leider die Postgame-Stats nicht hochladen wegen Unknown-File-Format, aber bei Westfield hat es geklappt. Hier schauen wir jetzt nochmal ganz kurz drauf. Der Jagdpanzer Ehren-100 mit 0 Schaden. Ja, das, und da kommen wir auch dann dazu. Ich würde auch sagen, es muss ja letztendlich auch frustrierend dann für euch selber sein oder für denjenigen, der jetzt da den Jagdpanzer gefahren hat, dass er da stand. Wir können mal ganz kurz gucken, hat zweimal geschossen, keinen Schaden gemacht. Und der Super Conqueror im Gegnerteam konnte da immerhin 3100 Schaden farmen. Der 60 TP konnte da auch ganz gut farmen. Ich selber konnte auch ganz gut farmen, aber es reicht dann häufig nicht, um die ganzen Ausfälle zu kompensieren. Auch das 2684 hat gerade mal einen Schuss angebracht, seine ganzen AP dafür getauscht, aus den genannten Gründen. Auch hier der AMX hat sich völlig unter Wert verkauft, minus HP, der T110E4 minus HP. Minus HP meint in dem Fall quasi, dass ihr zu mehr HP weggegeben habt, als ihr selber gemacht habt. Und ich denke, wir haben jetzt zu Genüge besprochen, woran das lag. Gucken wir ganz kurz hier auf die zweite Runde. Das war Großkaliber 7095 Schaden. Und auch hier sehen wir Udes, Progetto, beide mit 0 Schaden. 4 Schuss, 4-mal gebounced, 6 Schuss, gar nichts getroffen. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Die 2684er 4500 und 6100 Schaden. Also die sind da richtig heftig durchgekracht. Auch der E3 gerade mal einen Schuss. Der andere E3 gar keinen Schuss. Dann der Kranwan hat immerhin noch aus seiner Position 1700 Schaden rausgeholt. Der Super Conqueror 1497. Aber auch die beiden haben sich komplett unter Wert verkauft. Zu keiner Zeit den Gefechtswert ihres Panzers wirklich einsetzen können, weil sie von unten nach oben gefightet haben gegen eine Übermacht, sind da ins Kreuzfeuer reingefahren. Ja, und so kommen solche Runden zustande. Ich hoffe, ich habe das jetzt mal einigermaßen ausführlich beschrieben, wie das passiert. Wenn ihr auf der einen Seite halt Leute habt, die ihr Panzer verstanden haben, die quasi auch die nötigen Positionen kennen, die vor allem ihren Gefechtswert entsprechend sich positionieren, und auf der anderen Seite habt ihr dann genug Leute, die das nicht verstehen und dann quasi sinnlose Positionen anfahren, dann kommen halt solche einseitigen Runden zustande. Und da bin ich der Meinung, sollte Wargaming definitiv ansetzen, um für alle Beteiligten das Spielerlebnis zu verbessern und auch die Leute dazu zu animieren, Anreize zu schaffen, sich zu verbessern, seinen Panzer zu verstehen. Das bedeutet aber auch, dass man höchstwahrscheinlich durch die Stufen längere Zeit benötigt. Damit sollten dann aber die Stufen an sich fairer gestaltet werden. Und vor allem dieses Thema Stockgrinds. Das darf es eigentlich in 2023 bei diesem Balancing nicht mehr geben, wenn man plus 2, minus 2 Matchmaking hat und dann noch diese Stockgrinds. Ich kann das durchaus verstehen, dass die Leute da irgendwann keinen Bock mehr drauf haben. Aber das große Problem ist, sie werden dann in den High-Tier-Bereich gespült und auch da besteht dann der Frust für diejenigen, die dann nichts erreichen, weil sie mit null Schaden rausgehen, einfach niedergerommelt werden, weil sie nicht verstehen, warum sie da eigentlich so kassieren, was sie falsch machen. Und wenn ich nicht verstehe, was ich falsch mache, kann ich es auch nicht ändern. Also das sind viele Faktoren, die da ineinander greifen. Und da muss Wargaming dringend ansetzen. Das ist in meinen Augen eine viel, viel größere Baustelle als das Thema Balancing, als das Thema Kartendesign, sondern hier muss wirklich agiert werden. Kein Plus-2-Matchmaking mehr, keine Stockgrinds mehr, dafür aber auf den einzelnen Stufen deutlich länger verharren, bis man sich dann selber so weit sieht oder bis das Spiel einen dann auch so weit sieht, dass man gerüstet ist für den High-Tier-Bereich, um dann da auch die unterschiedlichen Panzer, die Karten, die Schusskanäle, die Setups lesen zu können etc. Und das ist dann noch lange nichts Übermenschliches. Ja? Da seid ihr dann noch lange nicht in dem Bereich, wo man sagen kann, ihr seid dann ein super guter Spieler. Da kommt dann noch ganz, ganz viel mehr dazu. Das Thema HP-Management, das Thema wann angreifen, wann verteidigen, wie Leute unter Druck setzen. Also da die Liste ist dann nach hinten raus noch endlos. Aber erstmal die Basics überhaupt verstanden zu haben, damit mal wieder mehr spannende Gefechte kommen. Wenn Wargaming da Fragen hat, können Sie sich gerne an mich wenden. Ich habe da lauter Ideen. Und mit eurem Zutun, denke ich, können wir da
noch eine ganze Menge rausholen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Ich weiß, wie gesagt, das Video ist jetzt ein bisschen lang geworden, aber mir ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich wollte jetzt hier auch niemanden bashen, sondern es geht vor allem darum, dass wir gemeinsam wieder mehr und spannende Runden erleben. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Haut rein.